Hallo Freunde, mein Name ist Famulous. Im Video Warum Lebensmittel garen haben wir uns schon einmal damit beschäftigt, wieso wir eigentlich unsere Nahrung kochen oder anderweitig erhitzen. Da schrieben mich relativ schnell einige meiner Abonnenten auf das Thema Mikrowelle an. Also wie versprochen, hier das Video. Der Erfinder des ersten Mikrowellengeräts heißt Percy Spencer. Sein erstes Exemplar kam 1947 auf den Markt und war laut der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ca. 1,70 Meter hoch, wog über 300 Kilogramm und kostete rund $5.000. Heute sind Mikrowellengeräte etwas kleiner, kompakter und auch ein kleines bisschen günstiger zu haben. Und das finde ich auch gut so. Bevor wir allerdings zu den Vor- und Nachteilen der Mikrowelle kommen, müssen wir erstmal die Funktionsweise des Mikrowellenherds verstanden haben. Denn das Garen von Speisen geschieht hier nicht über Strom, Induktion oder Gas bzw. Feuer, sondern über elektromagnetische Wellen. Diese elektromagnetischen Wellen werden vom sogenannten Magnetron im Mikrowellenherd erzeugt. Das Gute an Magnetrons ist, sie sind preiswerte Generatoren, die im Hochfrequenzbereich arbeiten und zudem äußerst energieeffizient sind. Der Wirkungsgrad kann bei bis zu 80% liegen. Der Wirkungsgrad beschreibt hierbei das Verhältnis zwischen zugeführter bzw. aufgewandter und nutzbarer Energie. Ein Wirkungsgrad von 100% würde also bedeuten, dass keine Energie in Anführungszeichen verloren geht. 100% sind in der Realität aber nicht möglich, da Energie immer in Form von Wärme oder Reibung umgewandelt wird. Aber wovon der Wirkungsgrad beim Mikrowellenherd tatsächlich abhängt und warum der doch viel niedriger als erwartet ist, werden wir noch am Ende des Videos erfahren. Jedenfalls weiter im Kontext, wie auf diesem Bild zu erkennen ist, werden die erzeugten elektromagnetischen Wellen vom Magnetron in Richtung Essen ausgesandt. Treffen sich elektromagnetische Wellen und Wassermoleküle im Essen, so entsteht Reibungsenergie. Und Reibungsenergie zeigt sich hier wiederum in Form von Wärmeenergie. Dank des Zaubers in der Physik entsteht verdammt nochmal warmes Essen. Aber Moment mal, wie funktioniert das Ganze mit dem Wasser jetzt? Schauen wir uns Wassermoleküle auf molekularer Ebene an. Das hier ist ein Wassermolekül. Wassermoleküle bestehen jeweils aus einem Sauerstoff- und zwei Wasserstoffatomen. Und so sieht tatsächlich auch die Struktur eines Wassermoleküls aus. Irgendwie wie ein Dreieck. So ein Sauerstoffatom ist auch viel größer als ein Wasserstoffatom. Und weil es so groß ist, bindet es auch gleich die Elektronen stärker an sich, denn es kuschelt sie einfach viel fester. Aus diesem Grund ist ein Wassermolekül auf der Seite des Sauerstoffatoms elektrisch negativer geladen. Und schon haben wir eine Besonderheit des Wassers gelernt. Wassermoleküle sind elektrisch unausgewogen, also auf der einen Seite negativ und auf der anderen Seite positiv geladen. Magic! Elektromagnetische Wellen wiederum sind elektrische Felder. Physik ist zwar wirklich cool, aber dieses Prinzip kürzen wir lieber ganz einfach ab. Elektromagnetische Wellen haben, wie der Name schon sagt, irgendwas Magnetisches an sich. Die elektrischen Felder müsst ihr euch einfach vorstellen wie kleine Magnete. Eine Seite positiv, eine Seite negativ. Also fast wie Nord- und Südpol. Gleiche Ladungen stoßen sich ab, ungleiche Ladungen ziehen sich an. Aber was heißt das jetzt für die Wassermoleküle? Sie drehen sich je nach Ladung zur einen oder zur anderen Seite hin. Und genau hier haben wir die Bewegung, die zur Wärme führt. Diese Drehungen der Wassermoleküle führen zur Reibungsenergie auf molekularer Ebene innerhalb der Speisen. Und wenn ihr schon mal einen Fahrradreifen nach einer Fahrradtour mit der Hand gefühlt habt, habt ihr sicherlich bemerkt, dass eure Reifen ganz schön warm geworden sind. Genau das gleiche passiert auch auf molekularer Ebene bei den Wassermolekülen, auch wenn man sich das Ganze nur schwer vorstellen kann. Aber jetzt wieder weiter im Kontext. Damit die elektromagnetischen Wellen auch gezielt auf das Gargut treffen können, werden diese über einen Koppelstift und über den Hohlleiter in den Garraum geleitet. Habt ihr euch Mikrowellenherde schon mal genauer angesehen? Dann habt ihr sicherlich festgestellt, dass das Gehäuse nicht gerade aus Plastik oder Gummi besteht. Und das aus einem guten Grund. Die metallischen Wände haben nämlich eine wichtige Funktion. Zusammen mit dem Wobbler reflektieren und verstärken sie die Mikrowellenstrahlung, die dadurch im Garraum gleichmäßig verteilt wird. Mithilfe eines Experiments, zum Beispiel mit Schokolade, kann man die regelmäßigen Abstände von etwa 6 cm beobachten.
Dieses Experiment, welches ihr in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung findet, bestätigt auch, dass eine Mikrowelle ca. 12 cm lang ist. Aus diesem Grund ist der Mikrowellenherd mit einem Drehteller ausgestattet, damit die elektromagnetischen Wellen auf möglichst jede Stelle des Essens eintreffen können. So, und wie war das jetzt mit dem Wirkungsgrad? Sind Mikrowellen energieeffizienter als beispielsweise Elektroherde? In einem Experiment vom Physikmagazin Physik in unserer Zeit aus dem Jahre 2004, wie immer alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, hat man bei einer 800 Watt Mikrowelle einen Wirkungsgrad von 65% ermitteln können, indem man 500 Milliliter Wasser erhitzt hatte. Würde man allerdings die maximale Leistung berücksichtigen, dann erkennt man, dass schon ein Drittel der Energie in die Umwandlung von Strom in Mikrowellen verloren geht. Damit hat man einen absoluten Wirkungsgrad von nur 41,5%. Also nicht mal die Hälfte der Energie wird tatsächlich auch nutzbar gemacht. Im Vergleich, der Wirkungsgrad eines getesteten Wasserkochers lag mit 500 ml aufgekochtem Wasser bei 84,8%, also doppelt so hoch. Doch dabei wird immer wieder gesagt, dass die Mikrowelle energetisch günstig sei. Ist das nun alles gelogen? Nein, nicht ganz. Aber wie immer heißt es so schön, es kommt ganz drauf an. Je kleiner das Essen, desto effizienter die Mikrowelle. Denn die Mikrowelle gart die Speisen von außen nach innen. Tatsächlich dringen die Mikrowellen, die wie wir wissen ca. 12 cm lang sind, gerade einmal etwa 2 bis 4 cm tief in das Essen ein. Demnach sind geschnittene Brokkolistückchen nach kürzester Zeit, maximal nach wenigen Minuten, komplett gar, während eine ganze Brokkoli, zumindest theoretisch, etwas länger braucht. Testet es doch mal ganz einfach aus und schreibt mir, nach wie vielen Minuten oder Stunden eure Brokkoli durch war. Wollt ihr aber dennoch gerne mal schöne Pasta kochen, so empfiehlt es sich, das Wasser erst im Wasserkocher aufzukochen, um es dann in einen Kochtopf umzugießen. Damit spart ihr erstens Zeit, zweitens Energie und drittens tut ihr der Umwelt etwas Gutes. Naja, was spricht denn jetzt doch noch für den Mikrowellenherd? Nun ja, ein konventioneller Elektroherd zeigt bei 1/4 Liter, also 250 Milliliter Wasser, einen extrem niedrigen Wirkungsgrad von gerade einmal 30%. 70% der Energie geht demnach in Wärme verloren. Und genau hier sind wir beim Richtwert. Also alles unter 250 Milliliter bzw. 250 Gramm soll in der Mikrowelle erwärmt werden, da hier die Mikrowelle deutlich energieeffizienter als ein konventioneller Elektroherd ist. Gut, kommen wir endlich mal zu den Vor- und Nachteilen der Mikrowelle. Hierfür habe ich für euch eine kleine Tabelle angelegt. Fangen wir mit den Nachteilen an. Zum ersten muss die Mikrowelle im Betrieb geschlossen sein, um die Mikrowellenstrahlung im Inneren abzuschirmen. Außerdem dürfen Lebensmittel nur in speziellem Mikrowellengeschirr sowie in Glas- oder Keramikgefäßen erwärmt werden. Das heißt aber auch, dass Metalle und Plastik niemals eingesetzt werden dürfen. Warum? Das zeigt euch das verlinkte Video in der Infokarte. Einzige Ausnahme: mikrowellengeeignetes Plastik. Auch Fette bzw. Öle sollten nicht einzeln in der Mikrowelle erhitzt werden, da dies im schlimmsten Fall zu Fettbränden führen könnte. Und da wir schon bei Sauereien sind, die Speisen sollten beim Aufbereiten abgedeckt werden, um den Garraum nicht durch kleine, sich ausdehnende Gasblasen zu verschmutzen und eine Austrocknung der Speisen zu verhindern. Und zu guter Letzt, Achtung, bei Wasser. In der Mikrowelle kann Wasser über 100 Grad Celsius erhitzt werden, was beim Rausnehmen zum Siedeverzug, also zum explosionsartigen Übersieden führen kann. Das verursacht nicht nur eine große Sauerei, sondern auch starke Verbrühungen an der Haut. So, eine Mikrowelle klingt ja ganz schön gefährlich, aber in der Praxis erweist sie sich dennoch als kinderleicht und intuitiv zu handeln. Kommen wir jetzt also zu den Vorteilen. Zum einen ist die Mikrowelle, wie schon eben erwähnt, bis zu einem Volumen von 250 Milliliter deutlich energieeffizienter als der konventionelle Elektroherd. Zudem ist das Garen in der Mikrowelle eine schonende Garmethode mit nur geringen Nährstoffverlusten, wie zahlreiche Studien unten in der Videobeschreibung belegen, da es nur eine kurze Erwärmungszeit gibt und Ausschwemmungen von wasserlöslichen Nährstoffen ins Kochwasser nicht möglich sind. Des Weiteren können Getränke und Speisen direkt im oder auf dem Essgeschirr wie Teller und Tassen erwärmt werden. Folglich ist die Mikrowelle sehr zeitsparend, da viele Schritte ausbleiben. Darunter zählt auch das Reinigen vom Koch- und Essgeschirr.
Zuletzt sei noch gesagt, neue Mikrowellen sind laut Stiftung Warentest, Bundesamt für Strahlenschutz und WHO absolut unbedenklich, da sie die Strahlung zuverlässig zurückhalten. Letztendlich bekommt ihr auch noch durch die CE-Kennzeichnung sowie TÜV-Zeichen eine gewisse Sicherheit, dass die Produkte einwandfrei funktionieren und sicher sind. Also nochmal zusammengefasst. Mit der Mikrowelle Speisen zu erwärmen lohnt sich erst so richtig bei kleinen Portionen unter 250 Gramm. Und das ist sogar gesund, denn längeres Warmhalten von Lebensmitteln zerstört den Großteil der wärmeempfindlichen Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin C und Folsäure. Beim Vorkochen gilt also kühlen und wieder aufwärmen. Und auch wenn dieser Tipp wie ein schlechter Scherz klingt, eine Mikrowelle ist immer noch ein technisches Gerät. Falls man sich also unsicher ist, sollte man eventuell die Gebrauchsanleitung lesen. Einfach nur, um sicher zu gehen. Und damit ein herzliches Dankeschön für deine lange Aufmerksamkeit. Falls du bis hierher geschaut hast, dann weißt du jetzt ganz genau, was die Mikrowelle ausmacht. Aber warte, das war noch nicht alles. Hast du schon das Experiment mit der Schokolade gesehen? Zum Video gelangst du hier. Nächste Woche erscheint außerdem noch die allseits berüchtigte Mikrowellenstudie. Um dies nicht zu verpassen, solltest du mich jetzt unbedingt abonnieren. Hinterlass mir noch einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik und ein Like auf meiner Facebook-Seite. Dein Famulous.